präsentiert von Open Learnware, die Plattform für Lernmaterialien an der TU Darmstadt. So, hallo allerseits. Dieser Punkt hatte ich letztes Mal kurz übersprungen, weil ich mir in dem Moment nicht sicher war, ob ich das richtig rüberbringen würde. Ich habe es mir natürlich jetzt nochmal angesehen. Hatte ich ja gesagt, dass ich das dann auf dieses Mal verschieben würde. Das ist jetzt auch keine besonders tiefliegende Sache. Worum geht es? Also Sie erinnern sich, wir hatten Varianten von Local Search, bei denen wir auch in dem Moment, wenn wir in ein lokales Optimum gekommen sind, dann noch etwas anders gemacht haben. Zum Beispiel bei Tabusuche, dass wir dann eben weitergegangen sind, sozusagen in dieselbe Richtung, auch wenn es Verschlechterungen gibt. Wir hatten auf der anderen Seite gesehen, die einfache Idee, dass man nicht eine lokale Suche macht, sondern beispielsweise 1 Million lokale Suchen von zufällig ausgewählten verschiedenen Startpunkten in der Hoffnung, wenn wir die wirklich ausreichend zufällig aussuchen, dann gibt es ausreichend viele Treffer unter den Millionen, die wo wir schon in einem sehr guten Bereich des Lösungsraums sind. Und wenn wir dann von dort aus lokale Suche machen, dass wir dann schon zu einem sehr guten lokalen Optimum kommen. Das ist die Hoffnung, die natürlich in der Praxis durchaus ihre Bestätigung findet. Nicht immer, aber immer öfter. Also nicht immer, aber sicherlich in vielen verschiedenen Situationen. Beziehungsweise wenn diese Bestätigung nicht da ist, wenn es doch nicht so gut funktioniert, sollte man sich vielleicht überlegen, ob man diese zufällige Auswahl, diese 1 Million oder 10 Millionen oder wie viel auch immer Startlösungen, ob man da an der nicht ein bisschen was rumbastelt. Denn irgendwo müssen ja die guten Lösungen liegen. So, hier, das ist ein bisschen dazwischen. Wir machen im Prinzip machen wir eine lokale Suche. Aber wir, wenn wir einem lokalen Optimum gelandet sind, dann machen wir einen größeren, nicht nur einfach einen kleinen Schritt in der Nachbarschaft, sondern machen wir eine größere Änderung, zum Beispiel bei einer Rundtour, dass sie einfach eine größere Anzahl von Knoten hernehmen. Immer noch klein im Verhältnis zur Gesamtzahl der Knoten, aber eine größere Anzahl von Knoten hernehmen und deren Platzierung beliebig umändern, sodass sie dann also eine neue Rundtour bekommen, mit der sie dann wieder weitermachen, in der Hoffnung, wenn sie da irgendwie willkürlich die Knoten herumgeschoben haben, dass sie dann zu einer Lösung kommen, die außerhalb dieses lokalen Optimums und seinem Einflussbereich ist, jenseits der nächsten Bergkette auf der anderen Seite, sodass sie dann, so wie hier in dem Bild angedeutet, eine Chance haben, zu einem besseren lokalen Optimum zu kommen. Und das ist eigentlich alles, was dazu zu sagen ist. Mehr will ich auch dazu nicht sagen. Wir können dann zum eigentlichen Thema des heutigen Tages kommen, zum ersten Thema des heutigen Tages, genetische Algorithmen. Das ist eine sehr beliebte Vorgehensweise. Wir haben beim letzten Mal Evolutionsstrategien betrachtet, die in gewisser Weise eine Simulation der biologischen Evolution, der asexuellen biologischen Evolution ist. Mutation und Selektion. Die einzelnen Individuen auf der Ebene der Gene, der Erbanlagen mutieren, in der Natur natürlich extrem langsam. Hier wollen wir es natürlich etwas schneller haben. Wir haben keine 5 Milliarden Jahre Zeit, bis wir zu Lösungen kommen, die immer noch so schlecht sind wie der Homo sapiens, sondern wir wollen in kürzerer Zeit zu besseren Lösungen kommen. Und einer der wesentlichen Punkte, warum es überhaupt, oder der, vielleicht der entscheidende Punkt, warum es überhaupt in der biologischen Evolution zu einer solchen Explosion von Artenvielfalt, zu einer solchen Höherentwicklung von einfachsten Lebewesen bis zu so merkwürdigen Lebewesen wie uns gekommen ist, liegt daran, dass eben Mutation und Selektion, dass sich durch Mutation und Selektion im Laufe der Zeit eine neue Strategie herausgebildet hat, sexuelle Vererbung, Rekombination, und genau das wird hier simuliert. Das heißt also, wir haben nicht mehr wie in den Evolutionsstrategien einzelne Individuen, die im Wettstreit miteinander liegen, die nicht gegeneinander kämpfen, sondern die
die alle sozusagen im selben Hamsterrad vorwärts laufen, und die, die in die richtige Richtung laufen, die gewinnen, die duplizieren sich, und dann gehen zwei separate Individuen ihren Weg, und die in die falsche Richtung laufen, die werden aus dem Spiel genommen. Hier geht es jetzt darum, wir nehmen uns zwei, wie in der Natur, wie in der Biologie, zwei Individuen her und lassen von denen jetzt Nachkommen entwickeln. Und zwar, weil das ein besonders einfaches Schema ist, immer auch gleich zwei Nachkommen, also immer Zwillinge. So, wir brauchen allerdings dafür eine speziellere Kodierung, was allerdings auch kein großes Problem ist. Wir haben bisher zunächst einmal immer eine sehr abstrakte Struktur zugrunde gelegt. Das ist die Nachbarschaftsbeziehung auf den zulässigen Lösungen, was nichts anderes war als ein gerichteter Graph mit den Knoten als zulässigen Lösungen, und die Kanten definieren die Nachbarschaftsbeziehungen. Wir haben beim letzten Mal auch Algorithmen betrachtet, die eine stärkere Struktur benötigen. Das waren die Feature-Based Algorithmen. Das heißt, wenn Sie sich erinnern, es gibt eine Grundmenge von Features, und jede zulässige Lösung ist eine bestimmte Teilmenge dieser Grundmenge. Hier brauchen wir auch wieder eine zusätzliche Struktur. Und zwar kodieren wir den Lösungsraum, die Elemente des Lösungsraums, also die zulässigen Lösungen, als Strings über einem Alphabet. Und da folgen wir voll und ganz der Biologie. Sie erinnern sich vielleicht aus dem Biologieunterricht, oder diejenigen von Ihnen, die bei mir algorithmische Modellierung gehört haben, erinnern sich das vielleicht aus einem entsprechenden Modellierungsproblem. Die Erbanlagen, das sind im Prinzip DNA-Sequenzen. Wenn man die ganzen biologischen Details wegabstrahiert und sich anschaut, was ist denn die Information oder wie ist die Information der Erbanlagen kodiert in den RNA-Sequenzen, dann kann man sagen, naja, abstrakt gesehen ist das ein String über einem Alphabet von vier Buchstaben. Diese vier Buchstaben, meistens ACGT, das sind die Anfangsbuchstaben der vier Säuren, die die tatsächliche Information in dieser Doppelhelix kodieren. Wobei wir natürlich als Informatiker immer zuerst nicht an ein Alphabet mit vier Buchstaben, sondern an ein Alphabet mit zwei Buchstaben denken, 0 und 1, aber das ist nicht zwingend notwendig. Ich sollte dazu sagen, wenn Sie weiterlesen zu diesem Thema, dann, also vor allem in der Informatik auch weiterlesen, dann werden Sie feststellen, dass die Übertragung der biologischen Begriffe, die in der Biologie natürlich alle ganz klare, feste Bedeutung haben, aber die Übertragung in die Informatik ist nicht so wirklich standardisiert. Müssen Sie, aber ich denke, es sollte in jedem Fall aus dem Kontext klar werden, was damit jeweils gemeint ist. So, bei Feature-Based-Problemdefinition, das ist eine ganz einfache Kiste. Was heißt nochmal Feature-Based? Habe ich eben schon mal gesagt. Sie haben eine Grundmenge von Features, endlich. Sollte typischerweise endlich sein, ist nicht zwingend notwendig, aber sollte eigentlich endlich sein. Und die te gewisse Teilmengen dieser Grundmenge sind zulässige Lösungen. Sie wissen, Sie können jede Teilmenge einer Menge auch kodieren als 0-1-Vektor, als den charakteristischen Vektor dieser Teilmenge, indem Sie einen Vektor haben, der so lang ist, wie diese Gesamtmenge Elemente hat, also für eine Komponente für jedes einzelne Element dieser Grundmenge. Und eine 1 an einer Komponente an einem Index besagt, dass dieses Element, dieses Feature in der Teilmenge drin ist, und eine 0 besagt, dass sie nicht drin ist. Und schon haben Sie eine entsprechende Kodierung. TSP haben wir natürlich auch als Feature-basiert modelliert, nämlich für jede einzelne Kante zu sagen, ob sie drin ist oder nicht. Aber hier in diesem Kontext ist es durchaus sinnvoll oder sinnvoller, an eine andere Kodierung des TSP zu denken, die wir auch betrachtet haben, eine einfache Kodierung. Was bedeutet denn eine TSP-Lösung? Das ist eine Reihenfolge der Städte, die Reihenfolge, in der Sie diese Städte besuchen wollen. Das ist
Das ist einfach eine zulässige Lösung des DSB und das kann man natürlich auch als, entsprechend als eine Permutation kodieren. Das heißt also, was ist eine Permutation? Eine Permutation von n Elementen, von n Objekten ist einfach ein String. Den können Sie als einen String über dem Alphabet auffassen, wo Sie jedem einzelnen Objekt dort seine Position zuweisen. Ja, Sie schreiben, Sie haben n verschiedene Indizes, für jede Stadt eine, und Sie schreiben da jeweils die Position hin in der Reihenfolge. Also Sie müssen natürlich festlegen, welche Stadt ist jetzt die Nummer 1. Bei einer Rundtour ist das ja eigentlich egal. Und dann ergibt sich automatisch aus der Rundtour, welche Stadt ist an Position 2, welche Stadt ist an Position 3 und so weiter. So, oder auch so, wenn Sie 0,1 Vektoren haben wollen, wenn Sie 0,1 Strings haben wollen, können Sie auch eine andere Matrix definieren, wo Sie sagen, der Wert, die Komponente an der Zeile i und der Spalte j ist entweder 0 und 1, und zwar 1 genau dann, wenn i die Position von i in der Rundtour gerade j ist. Weiß nicht, ob Sie das aus der linearen Algebra mitgenommen haben. Das ist im Prinzip eine Permutationsmatrix. Was ist eine Permutationsmatrix? Sie nehmen sich die Einheitsmatrix her, Diagonalen alles 1, alles andere 0, und dann permutieren Sie die Zeilen oder die Spalten. Und alles, was Sie auf diese Art und Weise generieren können, nennt man naheliegenderweise Permutationsmatrix. So, Graph-Coloring ist noch einmal ein Beispiel. Wir kommen gleich zum Algorithmus. Ich glaube, wenn ich mal kurz vorschauen darf. Jawohl, letztes Beispiel. Keine Sorge. Graph-Coloring, Sie erinnern sich, das war das Problem, was auf der einen Seite entstanden ist aus der Frage, mit wie viel Farben braucht man, um eine Landkarte zu färben, wo wir dann jedes Land durch einen Knoten repräsentiert haben. Und wenn zwei Länder benachbart sind, dann sind die beiden Knoten verbunden durch eine ungerichtete Kante. Und die Aufgabe besteht darin, das ist genau das Graph-Coloring-Problem, jedem einzelnen Knoten eine Farbe zuzuweisen, sodass zwei Knoten, die mit einer Kante verbunden sind, unterschiedliche Farben haben. Und natürlich das Optimierungsziel dabei ist, die Anzahl der Farben, die Sie benutzt haben, dafür zu minimieren. So, wir haben uns auch daran erinnert, natürlich haben wir immer eine triviale Möglichkeit eines Graph-Colorings, indem wir jedem Knoten eine andere Farbe geben. Das heißt, wir wissen von vornherein, wir werden nicht mehr als n Farben brauchen, wenn wir n Knoten im Graphen haben. Das heißt, wir können von vornherein die Länge des Strings oder das Alphabet begrenzen. Wir haben wieder dieselbe Situation wie eben beim TSP. Wir haben für jeden Knoten einen Index, die Farbe, und dieser Index, die Farbe, wird natürlich ausgedrückt durch die Nummer dieser Farbe, die wir ohne beschränkte Allgemeinheit auf 1 bis n reduzieren können. Auch hier wieder, ähnlich wie beim TSP, können Sie beispielsweise auch verschiedene sehr analoge Kodierungen hier nehmen. Also ein wichtiger Punkt hierbei ist auch immer, was immer wieder mitschwingt, es gibt nicht die Problemstellung. Ja, es gibt auf der einen Seite die abstrakte Problemstellung, wie sie in der Welt vorkommt, wie das TSP. Sie wollen bestimmte Punkte möglichst schnell hintereinander anlaufen. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Kodierung dieser Problemstellung in einem Formalismus. Und wie diese Kodierung ist, da haben Sie, wie Sie hier an diesem Beispiel auch sehen, da haben Sie eine gewisse Handlungsfreiheit. Wie diese Kodierung ist, davon hängt es natürlich ab, ob die Algorithmen, die Sie anwenden, dann später gute oder schlechte Ergebnisse liefern. Oder umgekehrt, von den Algorithmen, die Sie anwenden wollen, hängt es dann ab, was eine gute oder was eine schlechte Kodierung ist. Das sind Dinge, die man nicht so richtig gut verbalisieren kann, wo man Erfahrungswerte sammeln kann und wo man dann eben auch herumspielen kann. Ja, Sie haben ein Problem wie dieses Graph-Coloring-Problem. Sie wählen eine Kodierung, Sie lassen darauf Algorithmen rumlaufen und Sie kommen auf keinen grünen Zweig. Es funktioniert einfach nicht
ordentlich, sie kommen zu keinen guten Lösungen. Sie können an den Algorithmen rumspielen, dass sie einen anderen Algorithmus auswählen oder dass sie an dem Algorithmus, den sie ausgewählt haben, noch ein bisschen drehen und schrauben. Und oder sie können sich auch überlegen, ob die Kodierung, die ich gewählt habe, die vernünftige ist oder ob ich nicht besser eine andere Kodierung wählen sollte. Und da kommt wieder ins Spiel das, was in der Übungsaufgabe auch sehr wichtig ist. Ja, wenn Sie das so abstrakt formulieren, den Algorithmus so abstrakt formulieren, wie ich es fordere in der Programmieraufgabe, dann ist es überhaupt kein Problem mehr, darunter eine Kodierung rauszunehmen und eine andere Kodierung reinzustecken. Ja, dann brauchen Sie von dem ganzen Algorithmus nichts, aber auch gar nichts nochmal neu programmieren. Ja, Abstraktion, die Abstraktion auf die Spitze zu treiben, wie wir das hier in der Programmieraufgabe machen, ist nicht einfach eine Schikane und ist auch nicht nur didaktisch zur Unterstützung des Vorlesungsstoffes, sondern hat handfeste Vorteile. Und das ist eine Denkweise, die Ihnen sicherlich über die hier betrachtete Thematik Optimierungsalgorithmen weit hinaus helfen kann. Denken Sie an Datenbanksysteme, dass Sie das Datenbankschema ändern, ohne dass Sie die ganzen Applikationen darüber ändern müssen. So. Wieder mal das Wort zum Sonntag. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den genetischen Algorithmen. Wie kann man sich das vorstellen? Also grundsätzlich sieht das so aus, wie ich das schon eben mündlich angedeutet habe. Ich mache mal noch mal einen kleinen Check. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, ob die Kamera das richtig gut. Ja, geht so. Wir nehmen uns zwei zulässige Lösungen her. Wir haben wieder wie bei den Evolutionsstrategien eine Population von Lösungen. Aus dieser Population nehmen wir uns nicht mehr eine Lösung her und schmeißen die raus oder lassen die sich duplizieren, sondern wir nehmen zwei her, die, wie in der Biologie auch, die sich möglichst deutlich unterscheiden sollten, ja, weil wir, wie in der Biologie auch, wollen wir hier keine Inzucht produzieren. Wir wollen keine Inzucht, das wissen Sie, ist die Erfahrung verstärkt negative Erbmerkmale, die normalerweise durch diese Rekombination, wenn die Erbanlagen der beiden Partner ausreichend weit auseinander sind, typischerweise nicht verstärkt würden. So, und die bilden zusammen wieder zwei neue. Und Sie sehen schon, vielleicht allein durch dieses Bild schon, bekommen Sie eine Ahnung davon, wie wichtig es ist, dass wir da eine vernünftige Kodierung haben, in Form von Strings, wie in der Biologie auch. Ich glaube, wenn die Biologie keine Strings erfunden hätte als Erbanlagen, gäbe es uns wahrscheinlich nicht. Also gäbe uns definitiv nicht, denn die Strings sind ja bei uns drin. Aber ob es zu einer solchen Explosion von Artenvielfalt hätte kommen können und von solcher Weiterentwicklung, das ist dann schon fraglich. So. Ist ein bisschen anders natürlich. Wir müssen natürlich Abstriche machen, wir müssen Kompromisse schließen. Wenn wir das Ganze als Computerprogramm laufen lassen, dann, wie in der Evolutionsstrategie auch, läuft das immer in Runden ab. Das ist in der natürlichen Evolution natürlich nicht der Fall. Und wir haben immer Zwillinge, immer Zwillingsgeburten. Und die typischen Strategien, die wir uns gleich noch ansehen werden, sehen so aus, dass die beiden, das spielt Rolle A, das spielt Rolle B, um den zu produzieren, und das spielt Rolle A und das spielt Rolle B, um dann den zu produzieren. Das werden wir gleich sehen, was das heißt. Nur noch zur Terminologie, da werde ich sicherlich auch öfters mal rein verfallen, dass ich von Crossover spreche anstelle von Rekombination. Das ist eigentlich ein gängiger Ausdruck, sowohl in der Informatik als auch in der Biologie. So, Qualität einer solchen Rekombinationsstrategie. Naja, wir wählen natürlich von vornherein, wie auch in der Biologie, vor allem Eltern aus,
die besonders gut sind. Also was bei uns halt bedeutet, deren Zielfunktionswert besonders gut ist. In der Biologie eben die Fitness, was, wie ich ja gesagt hatte, Angepasstheit bedeutet. Im Gegensatz zu dem, was die Sozialdarwinisten glauben. So, das heißt, wir machen dasselbe im Prinzip wie wie in den Evolutionsstrategien. Wir lassen dem Zufall seinen Raum, aber diejenigen zulässigen Lösungen, die besonders gut sind, die haben eine sehr viel höhere Chance, für die Rekombination ausgewählt zu werden, als diejenigen zulässigen Lösungen, die nicht besonders gut sind. Zum Beispiel, und wenn wir und wenn wir jetzt so gute Lösungen haben, dann sollte auch möglichst viel an Gemeinsamkeiten von diesen Eltern durchaus übertragen werden. Wenn sie zum Beispiel in zwei Positionen denselben Wert haben bei beiden, dann sollte das eigentlich auch bei den beiden Offspring, bei den beiden Nachkommen ebenso jeweils diesen Wert haben. Und wenn ein bestimmter Wert da nicht ist, dann sollte bei den Eltern, dann sollte er bei den Offspring, bei den Nachkommen auch nicht sein. Aber trotzdem, die Grundidee, beziehungsweise das, was eben auch in der Biologie den Erfolg der Rekombination ausmacht, ist, dass wir eben im Gegensatz zu Mutation und Selektion nicht allzu große Ähnlichkeit zwischen den Eltern und den Nachkommen haben, sondern dadurch, dass zwei sehr unterschiedlich, möglichst unterschiedliche Eltern gewählt werden, ergibt sich automatisch, dass auch die Nachkommen, wenn wir das vernünftig und mit einer vernünftigen Crossover-Strategie machen, dass auch die Nachkommen dann sich untereinander stark unterscheiden und sich auch von den Eltern stark unterscheiden, sodass wir nebenbei bemerkt auch noch einen viel größeren Bereich des Lösungsraums explorieren, weil wir eben nicht immer nur kleine Schritte voran machen, sondern gleich große Sprünge. So, wir gucken uns das jetzt an, nur die Notation. Wir haben also hier, das kann ich hier an die Tafel eintragen, diese Notation. Wir haben hier P1 und hier P2 und hier haben wir Offstring 1 und Offstring 2. Und das ist schon die ganze Notation auf dieser Folie. So, das zeichne ich Ihnen lieber an, als dass ich versuche, Ihnen die Folie zu erklären. One-Point-Crossover ist eine ganz primitive Sache. Ich muss das Bild jetzt aber etwas variieren. Sie haben hier den Parent 1. Jetzt muss ich aber mal gucken, ob das nicht sowieso ein Bild davon dann da ist. Nein, ist nicht da. Also mache ich das jetzt hier. Und den Parent 2. Und Sie haben jetzt hier irgendwo eine Nummer, eine Position P. Irgendwo drin. Dieselbe Position hier. So. Das schraffiere ich so und das schraffiere ich so. Und was wir jetzt rauskriegen, sind der Offspring 1 und der Offspring 2. Das ist die Position P hier auf der Seite. Und genauso hier, die Position P auf der Seite. Und was wir jetzt rauskriegen, ist eine Rekombination, die bis dahin gleich dem Parent 1 ist. Und umgekehrt, die bis dahin gleich dem Parent 2 ist. Und was letztendlich gemacht worden ist, ist, dass dieser Bereich nach P vertauscht worden ist. Da sehen Sie, wie einfach die Sache wird, wenn wir tatsächlich solche zulässige Lösungen als Strings kodieren. Weil wir dann einfach solche Operationen machen können, wie Substring hernehmen und aus einem String rausnehmen und woanders hin anhängen. Two-Point-Crossover
ist eine leichte Verkomplizierung des Ganzen. Sie haben wieder zwei Parents, wie eben, zwei Eltern. Vielleicht ein bisschen länger. Und Sie haben jetzt zwei Positionen, L und R. Jetzt muss ich gucken, wie das, ja. Hier ist L auf der Seite, hier ist R auf der Seite. Und machen wir dasselbe Spielchen wieder. Den schraffiere ich so. Und den schraffiere ich so zur Unterscheidung. Und was dabei jetzt herauskommt, ist ein Offspring 1 und ein Offspring 2. Tragen wir dieselben zwei Positionen ab, L und R. Und alles vor L bleibt, wie es ist. Alles hinter R, das war jetzt falsch. Das müsste jetzt eigentlich andersrum sein. So. Alles hinter R bleibt so, wie es ist. Und das zwischen L und R inklusive wird zwischen beiden hin und her getauscht. Die beiden sind ausgetauscht. Dritte Möglichkeit, Uniform, Crossover. Das ist eine etwas andere Strategie, die man nicht so richtig gut zeichnen kann, denke ich, aber die man gut verbalisieren kann. Für jede einzelne Position würfeln wir, also genau gesagt, wir werfen eine Münze. Die Münze ist aber nicht unbedingt 50-50, sondern die kann durchaus wieder zwei unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten haben. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden die Werte an dieser Position ausgetauscht zwischen den beiden Strings und mit entsprechender Restwahrscheinlichkeit bleiben die Werte so, wie sie sind. So, wie ist das jetzt hier rum? Also der erste Spiegelstrich ist hier, dass die Werte so bleiben, wie sie sind. Zweiter Spiegelstrich ist, dass die Werte zwischen beiden ausgetauscht werden. Das sind so schon mal die gängigen, grundlegenden Strategien für Crossover, die immer wieder gerne Anwendung finden und die durchaus viel bringen. Jetzt ist aber das Problem dabei. Ja, so abstrakt, wie wir das jetzt eben auf dieser Folie gesehen haben, habe ich das Problem, was dahinter ist, natürlich schön auch weg abstrahiert. Das Problem ist, wenn wir so eine Strategie anwenden, ob das dann, was dann am Ende herauskommt, immer noch eine zulässige Lösung ist. Ist ja erstmal nicht gesagt, ja. Wenn ich nicht alles, was ich als diese Strings kodiere, ist ja eine zulässige Lösung, sondern nur bestimmte davon sind zulässige Lösungen. Wenn ich jetzt anfange, da so blind rumzuhantieren, Teilstrings auszutauschen, wer sagt denn, dass diese Lösung dann, dass das dann, was dann am Ende rauskommt, tatsächlich zulässige Lösungen sind? Ist natürlich witzlos, wenn sie das nicht sind. Eine Möglichkeit, die oft verwendet wird, ist, dass man sagt, okay, wir erlauben auch nicht zulässige Lösungen im Lauf des Algorithmus. Ja, wir erweitern sozusagen den Lösungsraum auf alle möglichen Strings, die vorkommen, nicht nur auf die Strings, die zulässige Lösungen darstellen, aber natürlich nicht ersatzlos, denn sonst kommen wir mit Sicherheit am Ende bei einer unzulässigen Lösung raus. Wir bestrafen es, dass das, was da ist, keine zulässige Lösung ist. Denken Sie beispielsweise ans TSP. Wenn wir jetzt anfangen,
beliebig wild zwischen, wir nehmen uns zwei Rundtouren her und tauschen da irgendwelche Kanteninformationen aus. Ja. Für bestimmte Kanten tauschen wir die Informationen aus, in dem einen ist sie drin, in dem anderen ist sie nicht drin. Das, was dabei rauskommt, als die zwei aufspringen, sind nie und nimmer Rundtouren. Kann gar nicht sein. Also sehr unwahrscheinlich, dass das zwei Rundtouren sind. Extrem astronomisch unwahrscheinlich. Dass man aber dann sagt, das sagt diese Strategie, okay, wir lassen das zu. Uns ist es wichtiger, dass der Lösungsraum sehr einfach strukturiert ist, damit wir sehr, sehr schnell auf diesem Lösungsraum die Suche sich ausbreiten lassen können, ohne große Fisimatenten. Aber der Kostenwert einer solchen zulässigen oder unzulässigen Lösung ist nicht mehr einfach die Summe der Kantenlängen, sondern die Summe der Kantenlängen plus ein Strafterm, der bestraft, wie weit weg das, was wir da in Händen haben, von einer Rundtour ist. Wie weit weg das von einer Rundtour ist, da kann man dann natürlich schauen, kann man versuchen, als Maß beispielsweise herzunehmen, wie viele Knoten gibt es, die nicht genau eine reingehende und nicht genau eine rausgehende Kante haben oder solche Sachen. Kann man versuchen, als Straftherme zu definieren. Und Sie sehen auch hier, das ist auch wieder ein Beispiel, Kodierung. Wenn Sie das TSP kodieren als Permutation und dann haben Sie dieses Problem nicht mehr so in dieser verschärften Form. Ein anderes Beispiel hier ist, da machen wir einen Ausflug. Diese Problemstellung haben wir noch nicht in den Beispielen eingeführt, ist aber auch eine sehr wichtige Problemstellung. Genau, nehmen wir dieses Beispiel her. Was Sie hier haben, stellen Sie sich vor, Sie haben ein großes Projekt zu organisieren, ein richtig großes Projekt, ein großes Bauprojekt oder so etwas. Dieses riesengroße Bauprojekt besteht natürlich aus vielen, vielen, vielen Einzeljobs. Jobs ist der typische Begriff dabei in der englischen Literatur. Ich habe mir angewöhnt, hier von vornherein immer von Jobs zu sprechen. Jeder versucht, das was anderes zu sagen, Aufgaben oder Teilprojekte oder sowas. Hat nicht funktioniert. Ich habe dann doch am Ende von Jobs gesprochen. So, diese ganzen weiterhin unteilbaren Tasks, Aufgaben, Jobs, deshalb ein großes J als Abkürzung, die stehen natürlich in Beziehung zueinander. Ja, denken Sie an ein Bauprojekt. Sie können die Wände erst dann hochziehen, wenn der Keller gebaut ist. Ja, und Sie können das erst dann mit dem Dach Gebälk anfangen, wenn die Wände hochgezogen sind. Sie können erst dann mit den Fenstern anfangen, wenn die Wände eingesetzt waren und so weiter und so fort. Das sind diese Pfeile hier in diesem Bildchen. Diese einzelnen Jobs sind die Knoten. Ein Pfeil besagt beispielsweise hier D, Job D darf erst begonnen werden, wenn A schon beendet ist. Dazwischen, also vorher kann Job D nicht anfangen. Wir haben jeweils eine geschätzte Dauer, wie lange das dauern wird. Diese einzelnen Jobs. Denken Sie beispielsweise an Tage, das bei einem Bauprojekt, das können dann typischerweise Tage sein, wie das dauert. Bei einem Ablauf in einer Fabrik wären es vielleicht eher Stunden oder Minuten, je nachdem, worum es geht. So, das ist das eine, das sind die Precedence Constraints, dass bestimmte Jobs erst dann starten können, wenn andere fertig sind. Und dann kommen natürlich noch Resource Constraints dazu. Denken Sie wieder an ein Bauprojekt. Sie haben zwei Kräne. Und Sie haben drei Aufgaben, die einen Kran benötigen. Sie können nicht diese drei Aufgaben zeitgleich machen, sondern einer von den dreien muss warten, muss eingeplant werden zu einem Zeitpunkt, wo mindestens einer von den anderen beiden fertig ist, damit dann wieder ein Kran zur Verfügung steht. So, und was wir minimieren wollen hier, ist die Gesamtdauer, das heißt vom Beginn des ersten Jobs bis zum Ende des letzten Jobs. Ja, vom ersten Spatenstich bis zur schlüsselfertigen Übergabe, wenn man so will. So, die sind NP schwer, die Problemstellungen sind auch in der Praxis schwer. Hier wäre so ein Beispiel, wie man sich etwa sowas vorstellen kann. Sie haben zwei Kräne oder zwei sonstige Maschinen, M1, M2, Machine 1, Machine 2. Und Sie können diesen Graphen hernehmen und
wenn jeder von denen eine von den beiden Maschinen braucht, die beiden Maschinen sind austauschbar, ja, zwei Kräne beispielsweise, wenn jeder von denen eine Maschine braucht und es ist egal, auf welche das ist, dann wären das hier wären zwei zulässige Lösungen, und zwar zwei recht gute. Natürlich packen Sie die Lösung so eng wie nur irgend möglich, aber Sie sehen, es geht nicht überall so eng. H können Sie dieses H bei P2, bei der zweiten Lösung, beim zweiten Älter, können Sie nicht beliebig nach links direkt ans D anhängen, weil H noch auf E zu warten hat. Und E ist hier platziert, also kann H frühestens hier platziert sein. Ja, Sie können nicht einfach alles so weit nach links wie möglich platzieren. Ich habe eben von Älter im Singular gesprochen, das mache ich öfter. Im Englischen ist es möglich, Parent im Singular zu verwenden, im Deutschen eigentlich nicht, aber in der Informatik hat es sich inzwischen eingebürgert, tatsächlich von Älter im Singular zu sprechen, damit man jetzt nicht überlegen muss, ist das jetzt Vater oder ist das jetzt Mutter, dann kommt man in alle möglichen politischen Probleme rein. Mit Älter hat man das Problem von vornherein gelöst. So. So, das ist jetzt ein Beispiel für das, was ich eben gesagt habe, dass wir auch unzulässige Lösungen zulassen. Vielleicht nicht alle, aber wenigstens gewisse, nämlich, dass wir die Ressourcenbedingungen ignorieren. Also to relax heißt, ja, was heißt das? Sich oder anderen das Leben einfacher machen, wird auch hier gerne verwendet in der Informatik und ist dann meist synonym zu verstehen mit, dass wir diese Ressourcenbedingungen also entweder abschwächen, auf irgendeine Art und Weise, dass wir sagen, wir tun so, als ob wir noch eine Maschine mehr hätten, dann machen wir uns das Leben einfacher, oder sogar ganz ignorieren. Aber nicht ohne Ersatz, denn wir bestrafen jetzt, wenn wir Lösungen, so wie hier, das waren zwei zulässige Lösungen. Wir haben zwei Maschinen und sämtliche Jobs sind auf den beiden Maschinen platziert. Wenn wir jetzt sagen, wir lassen diese Bedingung fallen, dass wir nur zwei Maschinen haben und dass alle Jobs auf diesen zwei Maschinen sind, wir interessieren uns gar nicht für die Anzahl Maschinen. Wir gehen davon aus, dass wir unendlich viele Maschinen haben. Ja, dann haben wir diese Resource Constraints, die Bedingung, dass wir nicht mehr Maschinen verwenden, als wir haben, die haben wir dann ignoriert. Aber wir bestrafen es, wenn eine Lösung mehr als zwei Maschinen braucht. Zum Beispiel, indem sie einfach zählen, wie viel Workload auf den nicht existierenden zusätzlichen Maschinen ist. Das wäre eine sinnvolle Bestrafung. So, aber die Reihenfolgebeziehungen, die lassen wir so, wie sie sind. Und was wir jetzt als Repräsentierung sinnvollerweise hernehmen, ist, dass jeder Job eine reelle Zahl hat, die aber erklärungsbedürftig ist. Diese reelle Zahl hat eine Bedeutung, wenn Sie sich hier diese Formel ansehen, für jede Reihenfolgebeziehung, für jedes Precedence Constraint, das haben wir hier irgendwo mit S ausgedrückt, diese Reihenfolgebeziehung, dass dieser Job J erst starten darf, wenn I zu Ende ist. Was bedeutet das? I ist zu Ende. Startzeit von I plus Dauer von I ist vergangen. Erst dann darf Startzeit von J sein. Oder natürlich später, muss nicht sofort sein. Und was wir jetzt hier haben, ist TJ plus DJ ist der früheste Zeitpunkt, wo I starten darf, aufgrund dieser Beziehung. Früher darf I nicht starten. Aber, wie wir in diesem Beispiel gesehen haben, dieser Job H hier bei P2, der kann nicht unbedingt starten, wenn, was ist noch vor H? Ach, nur E. Nee, das ist ein schlechtes Beispiel. Na, ich glaube, wir haben hier, doch hier, zwischen D und A. Genau. Wenn es nur nach A ginge, ja, hier, sowohl hier als auch hier, dann könnte D sofort starten, nachdem A beendet ist. Aber es geht nicht nur nach A, es geht auch nach B.
Und wenn es nach B, wenn es nur nach A und B ginge, dann könnte D auf jeden Fall so früh starten, wie es hier in P2 vorkommt. Aber Sie sehen, dass D sogar vielleicht später startet, wegen der Reihenfolgebeziehungen. Nicht nur wegen der Reihenfolgebeziehungen, sondern wegen der Maschinenbeziehungen. Wenn es die Maschinenbeziehungen nicht gäbe, dann könnten wir D auf jeden Fall so früh starten lassen wie in P2. Aber zum Beispiel mit einem Delay zu A. Ja, D startet nicht unmittelbar, nachdem A fertig ist, weil D noch auf B zu warten hat. Und das ist der Slack, das ist der Abstand zwischen dem Ende eines vorangehenden Jobs zu diesem Job. Und das ist unsere Repräsentation für jeden Job. Merken wir uns, was der minimale Slack ist, der natürlich, wenn es geht, 0 sein sollte. Was haben wir dadurch gewonnen, dass wir das so komisch kodieren? Was wir dadurch gewonnen haben, also wir haben ja ursprünglich, die naheliegende Idee ist, dass wir die Startzeiten der Jobs selber nehmen als Repräsentation einer zulässigen Lösung. Ja? Eine zulässige Lösung ist die Menge der Startzeiten für die einzelnen Jobs. Jedem Job sagen wir, wann er starten soll. Das ist das, was rauskommt, was man, wenn man so ein Scheduling-Problem lösen will, als Lösung haben will. Hätte ich vielleicht ein bisschen deutlicher sagen sollen, sage ich jetzt. Es ist also naheliegend, wenn wir das kodieren wollen für genetische Algorithmen, dass wir die Startzeiten, den Vektor der Startzeiten tatsächlich als Kodierung hernehmen. Was wir gewinnen, wenn wir das so ausdrücken, ist, dass der Lösungsraum jetzt sehr einfach strukturiert ist oder die Kodierung des Lösungsraums sehr einfach strukturiert ist. Wieder ein Beispiel dafür, es gibt gute und schlechte Kodierungen oder geeignete und weniger geeignete Kodierungen. Denn das, was jetzt der, was für jede einzel für jedes einzelne, für jeden einzelnen Job ist, sind gerade die nicht negativen Zahlen der Lösungsraum dafür. Die sämtliche Vektoren mit nicht negativen Einträgen sind die möglichen Lösungen, weil wir das so ein bisschen etwas umständlicher kodiert haben. Und damit ist der Lösungsraum natürlich viel, viel einfacher strukturiert. Und je einfacher der Lösungsraum strukturiert ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, umso besser funktionieren alle diese Wanderungsalgorithmen. So. Und der entscheidende Punkt jetzt ist, das, was ich jetzt eben gesagt habe, dadurch, dass das so einfach strukturiert ist, der Lösungsraum. Ja, jede Lösung ist ein Vektor mit nicht negativen Einträgen, so viele Komponenten, wie wir Jobs haben, und jeder mögliche Vektor mit nicht negativen Einträgen ist eine zulässige Lösung, wenn wir die Resource Constraints herausgenommen haben und stattdessen bestrafen. Ja? Das heißt also, mit diesem kleinen Trick, dass wir diese Slacks hernehmen, haben wir es hinbekommen, dass wir blindlings, ohne noch irgendwas machen zu müssen, einfach solche Strategien anwenden können. Denn wenn ich als Ausgang zwei Eltern habe, die nicht negativ, zwei Vektoren dieser Länge, Länge gleich Anzahl Jobs, deren Einträge nicht negativ sind und ich fange da an rumzutauschen, mehr als rumtauschen mache ich ja gar nicht, dann ist das, was rauskommt, auf jeden Fall wieder Vektoren, zwei Vektoren derselben Länge mit nicht negativen Einträgen sind auch wieder zulässige Lösungen. Und aus diesen Werten, aus dieser Repräsentation, ich brauche jetzt doch nochmal wieder Tafelplatz. Aus dieser komischen Repräsentation lässt sich natürlich umgekehrt wieder die Startzeit herausrechnen. Ja? Wir haben jetzt A, B, C und D muss auf alle drei warten. Das sind die drei, auf die D warten muss.
Das bedeutet, T, wie war das jetzt? Wir wissen, dass XI, was drin steht, ist gleich das Minimum, das kann man jetzt explizit reinschreiben, aus warten Sie mal, das kann man ja auch. Ich schreibe es mal direkt so hin, wie es die Formel hier oben sagt. Minimum aus, also x von d, wir sind d, Minimum von der Startzeit von d minus Startzeit von a plus Dauer von a, Komma, Startzeit von d minus Startzeit von b plus Dauer von b, Komma, und dritter Fall. Startzeit von D minus Startzeit von C plus Dauer von C. Davon ist es das Minimum. Und wenn Sie jetzt von links nach rechts durch die Startzeiten berechnen, den allerersten Startzeit 0 geben, meinetwegen, oder das Datum, wo Sie das Projekt beginnen wollen, als Startzeit hernehmen, und dann können Sie von links nach rechts durch in topologischer Reihenfolge, Sie erinnern sich, an topologische Sortierung aus der GDE2. Sie erinnern sich? Also eigentlich, das ist was ganz Primitives. Wenn Sie, wie hier, einen azyklischen gerichteten Graphen haben, keine Zyklen drin, dann können Sie, so wie hier, sich vorstellen, dieser Graph ist von links nach rechts gezeichnet, sodass jede Kante von einem Punkt links zu einem Punkt weiter rechts jeweils geht. Und dann können Sie links beginnend das Ganze aufrollen, dann berechnen Sie erst die Startzeiten von A, das wären in beiden Fällen 0, dann berechnen Sie die Startzeiten von C, D und E, und wenn Sie die haben, von D und E, dann können Sie die Startzeiten von F und von H berechnen, und dann können Sie, wenn Sie diese Startzeiten haben, auch noch die von G berechnen. Nach dieser Formel, weil Sie ja die dann schon, wenn Sie von links nach rechts durchgehen haben, dann müssen Sie das Ganze nur noch umstellen nach der Startzeit von t. Das geht sogar ganz einfach. Die Startzeit von t ist gleich. Jetzt muss ich sehen, da muss ich alles rüberbringen. xd plus Maximum. Ja, ich bringe diese Restterme rüber und muss dann aus dem Minimum deshalb Maximum machen. Maximum aus TA plus DA, TB plus DB, TC plus DC. Ja, auf die Art und Weise kriegen Sie aus den Startzeiten, die Sie jetzt schon vorher berechnet haben, dann die nächste Startzeit auf Basis der Repräsentation. Ja, eine etwas kompliziertere Form der Kodierung, weil Sie dann das, was Sie eigentlich interessiert, die Startzeiten erst mit dieser unten abgeleiteten Formel wieder zurückrechnen müssen, algorithmisch rechnen müssen. Also Sie müssen die richtige Reihenfolge einhalten, dass Sie zuerst die linkesten Startzeiten, dann die zweitlinkesten und so weiter berechnen. Aber hat den Vorteil eben, und deshalb ist es hier als Beispiel, genau dafür ist es hier auch ein Beispiel, hat den Vorteil, dass der Lösungsraum so einfach strukturiert ist, dass Sie einfach blindlings austauschen können und so weiter. So. Ich darf vielleicht mal ganz kurz an dieser Stelle so, alles klar. Gut. Das ist die Idee des Ganzen. Auf die Art und Weise kann man beispielsweise genetische Algorithmen anbringen, verwenden, obwohl eigentlich der Lösungsraum nicht so strukturiert ist, dass man solche einfachen Maßnahmen wie diesen One-Point-Crossover oder Two-Point-Crossover anwenden könnte. Wenn wir ein bisschen rumbasteln, wenn wir die Kodierung etwas ändern, haben wir plötzlich eine Kodierung des Lösungsraums, in der das blindlings möglich ist.
So. Genau. Es gibt aber auch noch die andere Variante. Das habe ich jetzt noch hier an der Tafel so etwas stehen. Ja, dass man tatsächlich eine solche Strategie anwendet, wie beispielsweise beim TSB, aber erst einmal zulässt, dass das, was herauskommt, rechts die Offspring, dass die zunächst mal nicht zulässig sind, aber bevor es weitergeht, dass man die dann repariert. Ja, dass man da noch ein paar kleine Modifikationen einführt, um dafür zu sorgen, dass aus diesen unzulässigen Lösungen wieder zulässige Lösungen werden. Das will ich Ihnen an diesem Beispiel zeigen. Ich möchte aber vorweg eine interessante Beobachtung machen, sowohl aus Klausuren in früheren Jahren als auch aus mündlichen Prüfungen in früheren Jahren, habe ich immer wieder zu meinem Erstaunen gemerkt, wenn ich nach genetischen Algorithmen frage, dass es einen gewissen Prozentsatz von Teilnehmern der Prüfung gab, die schlicht und einfach auf diese spezielle Reparierstrategie fürs TSP eingegangen sind und die anscheinend der Meinung waren, sind genetische Algorithmen. Das geht auch konform mit Erfahrung aus der GDI2, dass es anscheinend einen nicht geringen Prozentsatz von Studierenden gibt, die sich da auch auf die kleinsten technischen Feinheiten stürzen und also denken Sie ans Quicksort. Ja? Was ist Quicksort? Das ist ein rekursiver Algorithmus. Rekursionsabbruch ist, die Sequenz hat kein oder ein Element. Und Rekursionsschritt bedeutet zerlegen, Rekursion wieder zusammenfügen, salopp gesagt. Aber dass es durchaus viele Studierende gibt, die dann etwa in der mündlichen Prüfung sagen, anfangen mit, da wird links und rechts ein Pointer gesetzt und die gehen immer weiter in die Mitte und so weiter, sie kennen das. Und dann, wenn man fragt, ja, was macht man denn mit dem Ganzen, nachdem man da jetzt sowas gemacht hat, dann Schwierigkeiten haben, dann weiterzukommen. Ich finde, das ist eine sehr interessante, wenn auch bestürzende Beobachtung. Und das geht auch konform mit etwas anderem, nämlich dass in den Evaluationsbögen ich immer wieder zu lesen bekomme, ich würde mich mit den unwichtigen Dingen besonders ausführlich befassen und die wichtigen Dinge sehr kurz abhandeln. Es könnte sein, dass es da unterschiedliche Auffassungen dazu gibt, was die wichtigen und was die unwichtigen Dinge bei so einem Thema sind. Was wir jetzt hier heute gesagt haben, hier von dieser Folie aus sind wir gestartet. Das, was ich hier konzeptionell gesagt habe, das ist das Wichtige. Ja? Und worüber wir jetzt reden, ist natürlich nur so noch ein Zusatz, der natürlich nicht den entscheidenden Wichtigkeitsgrad hat. Natürlich auch wichtig ist, sonst würde ich das nicht machen. Ich mache hier nicht unwichtige Sachen. Aber wenn wir von genetischen Algorithmen reden, dann ist das natürlich ein Nebendetail, was nicht zur Essenz eines genetischen Algorithmus gehört. So. Was insbesondere, weil es jetzt ein Beispiel ist dafür, dass es keine generische Strategie ist, sondern nur eine spezielle Strategie, die nur bei einer speziellen Problemstellung Anwendung findet, nur dafür entwickelt worden ist, nämlich beim TSB. PMX, Partially Mapped Crossover, weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Sie kennen das aus dem Englischen, dass öfters mal X verwendet wird für irgendwas, was da so mit einem K-Laut, mit einem Gutturallaut anlautet. Was machen wir ja? Das Erste, was wir machen, ist das, was Sie an der Tafel sehen, diesen Two-Point-Crossover, auf der Basis der Codierung, die wir angesprochen haben, wir haben eine Komponente, einen Index für jeden einzelnen Knoten und der Index gibt die Position an innerhalb der Rundtour. So, was passiert jetzt? Wir haben jetzt hier ein Beispiel. Ich mache das eigentlich am besten anhand des Beispiels, damit das klar ist. So, wir haben jetzt die zwei Parents. Das sind zwei Rundtouren. Ja? Sie sehen, wenn die obere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeder der 10 Zahlen, wir haben 10 Komponenten, jeder der 10 Zahlen kommt genau einmal vor. Jeder Knoten hat einen
genau einen der Plätze 1 bis 10 und kein Platz wird doppelt vergeben. Und genauso hier unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, die 11 hatte ich eben oben vergessen. Wir haben 11 Knoten. So, das sind die beiden Parents, zwei Rundtouren. Und die wollen wir, verzeihen Sie mir das Wortspiel, die wollen wir verheiraten. So, das heißt Two-Point-Crossover, den Mittelteil wird einfach ausgetauscht. Ja? Links vom Mittelteil bleibt alles gleich, rechts vom Mittelteil bleibt alles gleich, die Mitte wird ausgetauscht. So, und wenn Sie sich das jetzt, die beiden Offspring, so wie sie jetzt da sind, genau anschauen, dann stellen Sie fest, beispielsweise hier, wo haben wir denn mal ein schönes Beispiel? Im oberen Offspring, O1, kommt die 2 zweimal vor. Die 1 kommt zweimal vor. In dem unteren kommt, wie sieht es da aus? Die 5 kommt zweimal vor, die 4 kommt zweimal vor. Und ich glaube, das war's dann. Die 3 kommt hier unten auch nochmal zweimal vor. Und hier oben die 9 nochmal zweimal vor. Und da in beiden jeweils, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, drei Positionen zweimal vorkommen, muss es auch in jedem der beiden drei Positionen geben, die gar nicht vorkommen. So, das sind also keine zulässigen Lösungen mehr, sind keine Rundtouren mehr. Ich habe den leisen Verdacht, dieses Bild ist daran schuld, dass doch eine gewisse Anzahl von Studierenden sich beim Thema genetischen Algorithmus insbesondere auf PMX festkrallt. Muss man auch zugeben, das ist jetzt irgendwie das schönste Anschauliche von dem ganzen Thema bisher, nicht? So, was macht dieses PMX jetzt? Gehen wir nochmal zurück. Also vor allem erst einmal beachten Sie, dass wir jetzt nur noch O1 hier betrachten, nicht mehr O2. O2 haben wir jetzt vergessen, ist egal. Das funktioniert alles genauso. So, Repair Loop. Wir haben eine Schleife. Solange das noch keine Rundtour ist, solange noch irgendeine dieser 11 Städte zweimal auftritt, soll Folgendes passieren. Wir wählen uns aus diesem inneren Bereich und aus diesem äußeren Bereich zwei Indizes mit gleicher Position. Ja, also schauen Sie sich das nochmal an. Dadurch, dass wir von hier oben, von den Parents zu den Offspring, durch den Austausch dieses Mittelteils gekommen sind, wie kann es denn passieren, dass das ein und dieselbe Position zweimal auftritt? Sie kann passieren dadurch, dass sie außerhalb vom Mittelteil ist, so wie die 2 hier bei dem O1, und nochmal innerhalb vom Mittelteil ist. Ja? Nur dadurch kann sie zweimal auftreten. So wie hier unten auch bei dem O2, die 3 einmal im Mittelteil und die 3 einmal im Außenteil. So, wir wählen uns also eine solche Verdopplung einer Position. Wir wissen von vornherein, wir müssen sie einmal suchen innerhalb des Mittelteils und einmal suchen außerhalb des Mittelteils. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir hier eine ganz komische Sache machen, den Offspring an dieser Position J außerhalb setzen wir gleich dem Parent an dieser zugehörigen Parent an dieser Position innerhalb. So, was heißt das hier? Wir gucken uns nur noch O1 an, also Sie vergessen jetzt hier nochmal O2. Die 5 kommt zweimal vor, einmal innerhalb und einmal außerhalb. Und dieser 5 außerhalb wird überschrieben durch den anderen Wert, der hier steht. Diese 5 außerhalb wird, die Anschauung innerhalb, diese 5 hier, gucken wir uns an. Wir machen sozusagen an dieser Stelle den Tausch rückgängig. Haben wir eine 2 hier anstelle der 5. Haben zunächst einmal diese Problematik mit der 5 gelöst, dass die 5 nicht mehr zweimal auftritt, denn eine davon haben wir ja überschrieben. Irgendwas habe ich hier falsch gesagt. Irgendwo bin ich jetzt durcheinander gekommen. Halt, Entschuldigung. O1 von, Entschuldigung, nochmal. Der äußere
Der äußere Wert wird durch diesen inneren Wert, durch die innere Position ersetzt. Also, der äußere Wert hier, wo sind wir denn jetzt? Die 1. Jetzt habe ich es, glaube ich, wieder. Ja, die 1 kommt doppelt vor. Einmal an Position 1 außerhalb, an einerseits an Position innerhalb. Und dieser Wert 1 wird getauscht durch den, der hier an derselben Stelle steht. Diese 6. Ja, ich betrachte mir ein Paar, das zweimal vorkommt. Und an die Stelle, wo es außerhalb des Mittelbereichs vorkommt, schreibe ich das hin, was hier innerhalb des Mittelbereichs dem gegenübersteht. Die 6, so, die haben wir jetzt hier. Bitte? Das ist, ja, okay, die Frage ist gut. Ich beziehe mich hier auf Offspring 2, habe hier die 6 hergenommen. Die Frage ist, ob wir nicht den Parent 1 nehmen sollen stattdessen. Ja, schauen Sie mal, das ist dieselbe 6 durch den Austausch. Ich hätte jetzt auch nach hier oben gehen können, da haben Sie voll und ganz recht. Das ist Jacke wie Hose. Ich bin jetzt hier hingerutscht, weil die beiden Zahlen irgendwie so schön nah beieinander waren. Aber Sie können sich das genauso denken, so wie ich das auch formuliert habe, als Formel, dass hier, dass man sozusagen so geht. Was hier hinzuschreiben ist, ich gehe zu dem anderen Vorkommen von 1 und gehe hier zum P1. Ob ich jetzt hier nach da hoch gehe oder von hier aus nach darunter gehe, ist derselbe Wert. Aber es ist natürlich schon wichtig, da konsistent zu bleiben. So, jetzt haben wir diesen Vorkommen der 5 durch eine 6 ersetzt und stellen fest, wir haben das Problem nur verschoben. Wir haben jetzt anstelle der 5 die 6 dupliziert. Und die 9 haben wir auch noch weiterhin dupliziert. Und haben wir noch ein Duplikat? Die 2 ist auch nochmal dupliziert. So, jetzt machen wir erst einmal. Als nächstes, der Algorithmus ist blind. Der nimmt sich jetzt irgendeine Position wieder her, die zweimal vorkommt. Ja, ist vollkommen egal welche. Zum Beispiel die Doppelung der 2, der Position 2, macht wieder dieselbe Operation. 2 kommt hier vor, schreibt da, das Gegenstück ist die 5, schreibt da die 5 rein. Okay. Dann haben wir aber immer noch, welche Probleme haben wir? Wir haben immer noch die 6, die kommt zweimal vor, an der Position, einmal an der Position. Doppeln, eine Verdoppelung und machen dieselbe Operation. Hier schreiben wir dann an diese Stelle die 3 rein. Das, was das Gegenstück von der 6 hier im Mittelteil ist. Jetzt haben wir immer noch ein Problem irgendwo. Was haben wir denn noch für ein Problem? Irgendwas muss noch doppelt vorkommen. Die 9 kommen noch doppelt vor. Jetzt sind wir endlich mal nicht mehr da vorne. Jetzt sind wir mal da hinten, im hinteren Anschlussstück. Und machen aber völlig dasselbe. An diese Position schreiben wir die 4. Warum die 4? Wir gehen hin zu anderen 9 und gucken uns an, was da steht. Das ist die 4. Und damit sind wir, glaube ich, fertig. Jetzt haben wir alles gelöst. Wir haben eine neue Runde konstruiert. In dem Beispiel hat das funktioniert. Wir wollen natürlich nicht, dass diese Methode nur in diesem Beispiel funktioniert. Wir wollen natürlich, dass sie immer funktioniert. Warum funktioniert sie immer? Zunächst einmal bemerken wir, was wir eben jetzt auch gesehen haben, es kann durchaus passieren, wenn wir eine solche Verdoppelung auflösen, dass wir uns eine neue Verdoppelung einhandeln, an derselben Stelle, bloß jetzt mit einem anderen Wert. Also kann man nicht einfach jede Position, jeden Index im Array einmal durchgehen und da die Verdoppelung auflösen, sondern man muss gucken, solange bis wirklich alles aufgelöst ist. So, wann hört die Repair Loop auf? Dann, wenn keine Doppelung mehr da ist. Wenn keine Doppelung mehr da ist, wir haben in diesem Beispiel 11 verschiedene Werte. Wir haben 11 Positionen. Keine Doppelung mehr heißt tatsächlich eine Permutation. So, also was wir beweisen müssen, ist, dass diese Repair Loop terminiert. Denn wenn sie terminiert, dann haben wir eine richtige Rundtour gefunden. So, was betrachten wir hier? Haben wir den Graphen gezeichnet? Nee, wenn er nicht hier gezeichnet ist, zeichnen wir ihn an der Tafel. Wie ist die Zeit? Ja.
So, das sind die beiden Beispiele. Das ist das Beispiel, die beiden Eltern. Und was wir jetzt bauen als Graphen, jetzt muss ich mal gucken, dass ich diesen Graphen möglichst so zeichne, dass der ist nicht so allzu sehr zusammenhängt. Das heißt, es müsste eigentlich ganz gut gehen. Die 1, Pfeil zur 6, Pfeil zur 3. Damit habe ich schon mal zwei Kanten erledigt. 10 und 11 stehen in so einer Beziehung zueinander. Und dann haben wir noch die 9 und die 4, die kommen nirgendwo außer in der einen Kante vor. Wir haben jetzt vier Kanten erledigt. 1, 2, 3, 5, 6 Kanten haben wir. 2 und 2 bis 5 und 9 bis 4 haben wir noch. So, das ist der ganze Graph. Was ist dieser Graph? Also der ist jetzt eine, Sie sehen jetzt hier vor ein Easy Exposition, vor einer, ja gut, ich würde das hier übersetzen, nicht wörtlich, sondern mit, um es leichter verständlich zu machen, um es zu illustrieren, führen wir diesen Graph ein. Was ist dieser Graph? Naja, das sehen Sie ja hier. Dieser Graph hat sehr viel mit den Änderungen zu tun. Denn hier haben wir die Änderung von 6 zu 3. Das ist gerade die eine Kante. Hier haben wir die Änderung von 1 zu 6 gehabt. Das ist die Kante von 1 zu 6 dort. Von 2 zu 5 haben wir haben irgendwo die 2 durch die 5 ersetzt. Und 10, 11 ist nochmal eine Sondersituation. Das sehen Sie hier am besten bei den beiden Parents. Die hatten wir nicht ändern müssen, weil sie, die hat, da hatten wir nichts dran ändern müssen, weil in beiden Parents sowohl die 10 als auch die 11 jeweils nur innerhalb dieses Mittelbereichs vorkommen. Das heißt also, wenn wir die beiden Mittelbereiche austauschen, um zu den beiden Offspring zu kommen, bleibt es dabei eine 10 und eine 11 jeweils. Das Beispiel ist gerade so konstruiert, dass die beiden jeweils ihren Platz wechseln. Sie sehen, was dieser Graph beinhaltet. Und Sie sehen auch, bei jedes Mal in der Repair Loop, das können wir nochmal zurückgehen zu diesem schönen großen Bild, jedes Mal in der Repair Loop, wir haben zunächst am Anfang, ganz am Anfang hatten wir das, das und das als Duplikate, glaube ich. Richtig? Die 9 kam zweimal vor, die 2 kam zweimal vor, die 1 kam zweimal vor. So. Jetzt haben wir die, was haben wir zuerst gemacht? Wir haben die 1 durch die 6 ersetzt. Das heißt also, wenn Sie sich vorstellen, das sind drei Pointer, die auf Knoten zeigen, dann zeigt dieser Knoten nicht mehr hier drauf, sondern hier drauf. Das nächste, was wir gemacht haben, war, dass wir die 6, nee, was haben wir denn als nächstes gemacht? Wir haben die 2 durch die 5 ersetzt. Das heißt also, dieser Pointer zeigt nicht mehr auf die 2, der zeigt auf die 5. Und Sie sehen schon, worauf das Ganze hinausläuft. Wir haben beim nächsten Mal, was haben wir jetzt gemacht? Als nächstes die 6 durch die 3 ersetzt. Das heißt, dieser Pointer ist eins weitergegangen. Und zum Schluss haben wir die 9 durch die 4 ersetzt. Ja? Und entscheidend ist, dass wir nur im azyklischen Bereich dieses Graphen waren. Das heißt also, dass dieses Ersetzen irgendwann zwangsläufig zum Ende kommt. Im zyklischen Teil, der zyklische Teil interessiert uns gar nicht, auch wenn er ein bisschen komplizierter ist als jetzt hier. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben im mittleren Bereich, wir können das Beispiel ja mal ein bisschen weiterführen. Sie haben jetzt hier, ein bisschen größer der mittlere Bereich, so. Sie haben jetzt hier den mittleren Bereich. Kann man das noch lesen? Geht noch, ja? Gut. Und jetzt haben Sie zum Beispiel hier irgendwo die 10, die 11 und die 12. Und Sie haben an denselben Positionen jetzt so ein Zyklus, die 11,
Die 12 und die 10. So, dann haben Sie auch einen Zykel. Ich weiß jetzt nicht, wie rum ich den zeichnen muss. Von der 10 zur 11, von der 11 zur 12, von der 12 zur 10 zurück oder vielleicht umgekehrt, weiß ich jetzt nicht, wie die Logik war. Ist auch egal. Aber das spielt alles keine Rolle. Der zyklische Bereich, die Zykel sind alles. Jeder Zykel enthält nur Knoten, die nur im mittleren Bereich sind, nur die in beiden Parents im mittleren Bereich sind und die machen keinen Ärger. Das ist das Argument auf illustrative Art und Weise. Ich hoffe, illustrativ rübergekommen. Und das ist das Argument, warum das Ganze terminiert, weil es in diesem Graphen, diese Pointerverschieberei, niemals in einem Zykel enden kann, in dem es dann immer weitergeht. So, und damit haben wir PMX auch schon beendet. So, was wir betrachten jetzt noch weiter problemspezifische Crossover-Strategien. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja. Okay. Genau, warum das jetzt problemspezifisch ist, muss ich mal nachdenken. Das ist schon allgemeiner, eigentlich eine allgemeine Strategie. Gucken wir uns einfach diese Strategie an, bevor wir jetzt hier weiter nachdenken. So, was passiert hier? Genau. Es ist doch, nein, jetzt weiß ich wieder. Es ist noch eine weitere problemspezifische Crossover-Strategie, wieder TSP. Ja, also TSP, sehen Sie, ist immer wieder ein sehr dankbares Thema, an dem man viele Dinge sehr, sehr anschaulich machen kann. Sie müssen dann natürlich immer im Hinterkopf behalten, deshalb mache ich auch immer mal ein paar mehr Beispiele, dass das jetzt hier keine Vorlesung ist über optimales Lösen des TSP, sondern über Optimierungsalgorithmen allgemein. Aber es ist halt ein schönes Beispiel für alle möglichen Zwecke. So, was passiert hier? Haben wir dazu wirklich ein Beispiel, an dem ich mich aufhängen kann? Leider nicht. Da muss ich das Beispiel selber basteln. So, ich mache mir jetzt die Sache mal vielleicht ein bisschen einfach, indem ich zwei bestimmte Rundtouren hernehme. P1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die zweite Rundtour, die ich mir hernehme, ist 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich hoffe mal, dass das Beispiel so, wie ich es jetzt gewählt habe, den Punkt illustriert. Wenn nicht, muss ich das Beispiel noch ein bisschen abändern. So, wir nehmen uns wieder, steht ja da oben, wir nehmen uns wieder zwei Positionen her. Machen wir uns ganz einfach auch wieder. Das ist L und das ist R. Einfach gedrittelt alles. Und diesmal machen wir es von Anfang an so, dass wir von Anfang an ohne Reparaturmaßnahmen schon eine Rundtour herbekommen, oder zwei Rundtouren natürlich herbekommen.
1, 2, 3, Position, 1, 2, 3, Position, 1, 2, 3, Ende. So, ja, vielleicht ein bisschen mehr Platz für die Ziffern. So und so. So, gehen wir mal durch. Für die Mittelteile, der zweite Spiegelstrich sagt, die Mittelteile werden einfach übernommen. 4, 5, 6, 6, 5, 4. So, jetzt in den beiden Offspringen noch sechs Positionen zu besetzen. Und was wir machen ist, wir nehmen die noch fehlende, insofern ist das Beispiel ist doch vielleicht nicht so illustrativ, wie ich es gehofft habe. Ich würde gerne dann doch den zweiten älter noch mal ein bisschen anders definieren, damit da ein bisschen mehr Leben reinkommt in das Beispiel. Weiß ich jetzt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ich hoffe, das ist jetzt ein gutes Beispiel. So, ich übernehme also hier die 8, 1, 7. Und jetzt gucke ich mir hier oben an, welche fehlen. Das sind die 1, 2, 3 und die 7, 8, 9. Und die klaue ich mir von hier unten, aber in der relativen Reihenfolge. Ja? Das erste, was ich links finde, ist die 2. Die 2 fehlt, klaue ich mir. Die 6 und die 4 fehlen nicht. Die 8 fehlt, ist das nächste. Die 7, die 1 fehlt, ist das nächste. Habe ich was übersehen? Ja, dies aber das nächste ist. Was kommt, nicht? Die 7 kommt jetzt als nächstes, so, hierhin. Die 9 fehlt und die 3 fehlt. Ja, ich habe mir die alle jetzt hier alle hergenommen, die hier in der Mitte nicht sind, alle, die noch gefehlt haben, und ich habe sie in der relativen Reihenfolge hergenommen, wie sie hier drin sind. 2, 8, 1, 7, 9, 3. Und genau dasselbe mache ich mit dem anderen Offspring. So, was fehlt? Die 2 fehlt als erstes. Nee, Entschuldigung, andersrum. Die 1 fehlt nicht. Die 2 fehlt, nehme ich. Die 3 fehlt, nehme ich. Die 4 fehlt, nehme ich auch. Die 5 fehlt. Die 7 fehlt nicht. Die 8 fehlt nicht. Die 9 fehlt. Hups, irgendwas fehlt. Die 6 fehlt noch. Die 6 und die 9. So, und auf die Art und Weise habe ich auch eine Rekombination erreicht, wogleich ohne große Reparaturmaßnahmen, also ohne, ganz ohne Reparaturmaßnahmen, schon zwei Permutationen wieder rausgekommen sind. Und wenn Sie sich das nochmal angucken, hier mit dem Beispiel, auch in den Beispielen, die wir vorher hatten, wenn Sie sich jetzt mal die beiden Parents ansehen, wir haben schon immer zwei Parents genommen, die sehr weit auseinander liegen. Gegensätze ziehen sich an, wie im echten Leben. Und wenn Sie jetzt mal die Parents und die Offspring miteinander vergleichen und auch die Offspring untereinander vergleichen, da ist schon gehörig was durcheinander gekommen. Ja, die Rundtouren, die da rauskommen, haben nicht mehr allzu viel gemeinsam mit den Rundtouren, die wir reingesteckt haben. Hängt natürlich davon ab, wie wir das L und das R wählen. Wenn wir die ganz extrem wählen, extrem breites Mittelteil oder extrem dünnes Mittelteil, ist die Ähnlichkeit natürlich größer. So, Mutation. Auf Rekombination verlässt man sich typischerweise nicht, wenn man sowas implementiert, sondern man sagt, okay, was wir jetzt eben gesagt haben, eine gewisse Anzahl von Paaren von Eltern werden für die Reproduktion ausgewählt. Das kann durchaus auch bedeuten, dass ein und dasselbe Elternteil, das ein und dasselbe Elter für mehrere Paare ausgewählt wird. Wie halt im täglichen Leben, wie halt auch im echten Leben auch, ne? Dass das keine
reine 1-zu-1-Paarung sein muss. So, wie wir es gesehen haben, Rekombination. Und dann wendet man typischerweise nochmal Mutation an. Muss nicht sein, man macht es meistens, um nochmal ein bisschen Schritt weiter zu kommen. Wir sind dann näher dran an der biologischen Evolution und die Erfahrung sagt, oder die Erfahrung von vielen Leuten, die damit gearbeitet haben, sagt, dass das anscheinend, ohne dass man so genau versteht, warum, durchaus positiv ist für das Endergebnis des genetischen Algorithmus. Kann man nicht, bis jetzt kann man das nicht verstehen, warum das so ist, muss man einfach so stehen lassen als einen Erfahrungssatz. So, abschließende Bemerkungen. Wie bei den anderen Themen auch, also diesen ersten Spiegelstrich kann man auch zu jedem anderen Thema sagen, was wir hier behandelt haben. Ja, man könnte auch eine Vorlesung, eine Zwei-Semester-Vorlesung rein über genetische Algorithmen machen. Wäre ein bisschen vielleicht zu viel des Guten, könnte man aber machen. Es gibt einen Haufen mathematischer Theorie. Es gibt aber auch noch einen viel größeren Haufen von Literatur, von wo genetische Algorithmen in verschiedensten Versionen angewandt werden auf verschiedenste Problemstellungen. Beispielsweise, vielleicht sollte ich das erwähnen, hätte ich vielleicht schon bei den Evolutionsstrategien erwähnen sollen, wer an der TU Darmstadt besonders rührig ist zu dem Thema, ist Professor Adami vom Fachbereich 18 Elektroinformationstechnik, der sehr viel mit Simulation und Robotik und so weiter macht, mehr auf der Hardware-Seite, während hier im Fachbereich 20 der Herr von Strück eher auf der Software-Seite arbeitet. Und also Herr Adami ist von Haus aus Regelungstechniker, beziehungsweise das ist eigentlich sein Gebiet. Und da wendet er sehr erfolgreich solche Sachen wie Evolutionsstrategien, genetische Algorithmen an, weil, also Erfolg ist natürlich immer relativ, ja, weil es einfach keine, im Gegensatz zu so schönen Problemstellungen wie bei der GDI2, für solche regelungstechnischen Probleme, ja, hochgradig nichtlineare Probleme mit Rückkopplungsschleifen und so weiter, weil es dafür nun mal keine guten, schönen, einfachen Algorithmen gibt. Ja, das ist genau das, warum man sich mit solchen komischen Algorithmen befasst, weil es einfach viele Problemstellungen gibt, die so unübersichtlich sind, dass es keine schönen Algorithmen dafür gibt. Oder zumindest hat die Menschheit noch diese Algorithmen bisher noch nicht gefunden, falls es sie wieder erwarten, doch gibt. Und damit ist man dann relativ erfolgreich, besser als alles andere, was man bisher gefunden hat. So, es gibt auch, so wie wir es beim Simulated Knitting gesehen haben, durchaus einige mathematische Ansätze, nicht quantifiziert mit Konvergenzraten, also mit der Geschwindigkeit der Konvergenz, aber so Ansätze zu beweisen, unter gewissen Voraussetzungen konvergieren genetische Algorithmen tatsächlich zu guten Lösungen. Aber da ist man noch nicht wirklich. Hier sehen Sie, to the best of the lecturer's knowledge. The lecturer ist meine Wenigkeit. Zu meinem besten Wissen ist man da noch nicht wirklich in der Praxis angekommen, sondern man muss dann Annahmen treffen, damit man da was mathematisch beweisen kann, die doch eher unrealistisch sind. Und wie beim Simulated Annealing, man kann sie nicht direkt übertragen, die mathematischen Ergebnisse, aber sie geben einem schon einen gewissen Anhaltspunkt, was man tun sollte und warum das gut ist, dass man, wenn man das tut. Ist ja auch immerhin was. Mehr kann man da wahrscheinlich von der Mathematik nicht erwarten. So, damit sind wir heute mit unserem Termin fertig. Passt ja wunderbar, weil der nächste Art von Algorithmen, wir klettern hier die Evolutionsstufen hoch. Zuerst asexuelle Mutation und Selektion, dann nächste Stufe sexuelle Rekombination und die nächste Evolutionsstufe ist Kultur. Dass Tiere, Menschen, also Tiere vor allem erst einmal auf vielfältige Art miteinander zusammenarbeiten. Nicht nur zusammentreffen, um sich zu vermehren, sondern zusammenarbeiten für ein gemeinsames Ziel. So, Sie haben noch eine Frage? Ja?
Ah, okay, die Seiten, die Foliennummern stimmen nicht, sagen Sie. Die Foliennummer 140 stimmt nicht. Okay, das muss man dann nochmal durchlaufen lassen, denke ich. Das sollte dann das übliche Problem mit Latech, wenn es nicht zweimal durchläuft, stimmen die Querverweise nicht. Was immer noch ein vergleichsweise geringes Problem ist im Vergleich zu Querverweisen bei anderen Textverarbeitungssystemen. Aber dazu sage ich da nicht. Okay, danke für den Hinweis. Kulturelle Algorithmen, wir werden nicht so weit hochgehen, dass wir versuchen, die menschliche Kultur zu simulieren, sondern wir sind zufrieden mit einer sehr einfachen, wohlverstandenen, simpel strukturierten Form von Zusammenarbeit, nämlich das, was zum Beispiel Ameisen so machen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Für heute möchte ich mich bedanken und wünsche Ihnen noch eine angenehme Restwoche.